Hallo Welt, da sind wir wieder. Schön am Strand. Wir jagen, glaube ich, noch etwas. Suchen ein paar Knochen und diesen Meteor möchte ich ganz gerne in meiner Hand halten. Nein, so abergläubisch bin ich nicht. Aber ein bisschen schon, anscheinend. Bis jetzt hatten wir immer Glück, wenn wir das Ding in der Hand hielten. Obwohl Gav hat die Savanne durchquert und hat sogar zum Clan gefunden, hat den Clan gefunden und hierher gebracht. Und das Ganze ohne Meteorit in der Hand. Da ist ja auch noch ein Knochen. Wie kommt der hierher? Ja, gut. Den kannst du mal festhalten hier. Du kannst damit draufhauen. So kalt ist das doch nicht mehr. Ich dachte mir, so eine Frühstück... Oh, Moment. Hau doch drauf, du hast doch den Knochen. Gib mir den Knochen. Echt jetzt? Echt? Das hätte ich nicht gedacht. Dass wir den Part machen? Mit einem Knochen können wir den... Haben wir das schon mal geschafft? Scheinbar haben wir das schon mal geschafft. Ja, du brauchst dich gar nicht so zu freuen, du bist schon wieder total am Bluten. Komm zurück. Und du hast das Werkzeug nicht dabei, wir brauchen ein Werkzeug hier. Ach so, hier, dein Knochen. Bist du auch verletzt? Bist du verletzt? Nein, du nicht. Dann, bitteschön. Hey, du sollst ja nicht liegen lassen, ich habe das genau gehört gerade. Hier, aber verletzt wurde der Alte nicht hier? Wieso kann ich dir das nicht geben? Habe ich das in der falschen Hand zum Geben? Hast du was in der falschen Hand? Ich kann dir nichts geben. Okay, dann behalte ich den Knochen eben. Wir brauchen Aloe. Mann. Ja, jetzt geht er uns wenigstens nicht mehr auf den Nerv in nächster Zeit. Du bist total verletzt. Hier, nimm das. Ja, das machen sie aber schon selbst wenigstens. Und du willst den Knochen nicht. Ach, du hast unseren... Wir haben dir was anderes in die Hand gegeben. Ich verstehe. Dann kannst du den Knochen natürlich auch nicht nehmen. Aber ihr braucht sowieso eine freie Hand. Dann gib mir das. Was habe ich denn da noch in der Hand? Ach, die Muschel habe ich gar nicht fallen lassen, natürlich. Ja, die lassen wir, die essen wir jetzt aber nicht. Ups. Kennt er nicht? Haben sie nichts. Wir müssen euch mal zeigen, wie man Muscheln knackt demnächst. Aber das machen wir, glaube ich, in der nächsten Generation erst. Vielleicht kann man auch eine Muschel mit einer Muschel knacken. Ah, da sind sie wieder, die Otter. Ach, und wir haben keinen spitzen Stock dabei. Moment, ich wollte die nicht da essen, die Muschel. Ich wollte die hier so schlürfen. Denn sonst liegt der Müll wieder bei uns. Im Camp. Ja. Ihr habt auch Hunger. Wir essen Fleisch. Bei uns gibt es nur noch Fleisch in unserer kleinen Truppe hier. Wartet mal ab.
Wir jagen noch einen Otter. Moment, womit haben wir den fertig gemacht? Mit der Keule? Vielleicht schaffen wir so einen Otter ja auch mit der Keule. Schlecht wäre es nicht. Der Stock geht immer kaputt. Habe ich das schon gesagt? Vielleicht lassen wir den... Wir lassen den jetzt mal hier. Wir versuchen das mal. Wir schaffen das bestimmt auch ohne unseren Glücksmeteoriten. So. Hat jemand freie Hände? Du hier? Hast du nicht gewechselt, oder? Nee, kannst... Schaffst du nicht. Okay. Jetzt? Auch nicht. Nee, macht er nicht. Der... Das ist einer von denen, die können das nicht. Manche können das nicht. Das ist noch nicht ganz durchgedrungen zu allen her, wie das geht mit dem Wechseln. Hand, Hände wechseln da. Die Stöcke, Werkzeuge, was auch immer man da hat. So, wir jagen jetzt unser Essen. Hey, vielleicht schaffen die das auch irgendwann mal selbstständig. Wenn wir sie oft genug mitnehmen und ihnen zeigen, wie das geht. Ach, hier ist doch Essen auch. Oh Mann, wir brauchten ein Werkzeug. Wer hat das Werkzeug, hat wieder keiner dabei. Okay, ich gehe schon zurück, hol das Werkzeug. Ich habe gar nicht mal an den Macher Herodus jetzt gedacht. Ein Granitschleifer? Ja, den brauchen wir nicht. Wo sind denn die anderen guten Sachen? Wir haben hier kein Werkzeug mehr? Wir hatten doch Basalt hier drei Stück hingelegt. Ja, die haben wir schon irgendwo verteilt in der Weltgeschichte hier. Ja, und nu? Da, jetzt müssen wir den einholen. Der ist total weit weg. Wir haben ja kein Pferd, um da hinzureiten. Oder wir suchen nochmal die Steine ab. Vielleicht gibt es da noch mal was. Jetzt haben wir gerade den Stock in der Hand. Besser ist. Stock in die andere Hand, in die rechte Angriffshand nehmen. Was habe ich gerade gesehen? Das aufrecht gehen und laufen dabei läuft viel, viel besser, oder? Ja, können wir noch üben? Wir können uns ja hier aus Obsidian sowas bauen, aber ich finde die anderen besser. Die Basaltdinger. Also für spitze Stöcke sind die auf jeden Fall die richtigen Werkzeuge. Da brauchen wir ja nur dreimal drauf zu hauen. Das sind Granitsteine, Felsen. Da sind wieder Otter. Aber egal, wir haben hier keine Werkzeuge, also gucken wir erstmal nach denen. Nach den Steinen. Oh. Gebissen wurde er, glaube ich, auch. Sehr gut. Ja, die können sich selber verteidigen. Das ist gut. Die brauchen nur irgendwo Werkzeug in der Hand. Oh, wenn nachher die ganze Affenbande so durchdreht. Oh. Wir werden alles uns untertan machen, so wie sich das gehört auch. Oh ja, tatsächlich, hier sind ja Steine zum Umdrehen. Guck mal, Moment, hat jemand? Oh, du hast tatsächlich was in der Hand. Da könntest du ja gleich was lernen hier. Was war das denn jetzt? Nee, das kann er nicht nachmachen. Der, das war in der rechten Hand, schafft das aber nicht. Das ist ja leer hier drunter. Pilze, die werden wir gleich schon mal schön essen.
noch mehr, für alle ist was dabei. Okay. Es war kein Basalt. Heute gibt's Pilze dann. Planänderung. Ein paar stapeln wir hier schon mal hin. So, dran schnüffeln. Ja, das ist gut. Essen. Okay, er isst schon. Und du hast leider deine Esshand voll. Okay, jetzt kannst du essen. Hier. Oh. Wo ist denn der Pilz? In der anderen Hand. Hier. Essen. Jawohl. So. Wir sind die, die die richtigen Sachen essen hier. Wartet mal ab. Jetzt ist nur eine Kokosnuss. Ach, dann leide ich mit euch. Freiwillig. Ein bisschen, so ein paar Blähungen haben noch keinen umgebracht. Ich möchte gerne aufrecht stehen. Und ich möchte hier alles inspizieren erstmal. Was ist das? Da, Basalt. Und das auch. Basalt. Wie heißt das? Basaltes Petra. Oh, schön. Ja, überall hier ist Basalt. Dann machen wir uns einen Stapel und tragen einen ganzen Stapel nach Hause. Dann haben wir da ein paar mehr Werkzeuge. Also scheinbar bleiben wir doch ein bisschen länger hier. Ja, das ist gar nicht so schlecht, weil wir hier Fleisch haben. Das ist total übersichtlich, das gefällt mir richtig gut. Und wir haben auch die Eier hier, da können wir uns auch dran gewöhnen, dass wir Eier vielleicht mal essen. Vielleicht verlagern wir aber die... Na, ich würde unter die Höhle ganz gerne, damit die hier nicht frieren. Man friert doch sehr hier. Muscheln können wir erschnuppern. Ja. Aber weit riechen können wir ja auch noch nicht. Die Intelligenz geht schon weiter. Die haben wir schon ganz gut trainiert. Und unsere Kameraden sollten wir besser riechen, schnüffeln können, ja. Den Pilz haben wir auch gleich. Und hören. Ah, da können wir auch nur unsere Kumpels hören. Und weit können wir auch noch nicht hören, wie man sieht. Da dachte ich auch am Anfang, das geht viel weiter mit dem Hören. Aber wie lange wir jetzt schon aufrecht stehen können. Oh, der Magen, der braucht aber diesmal etwas. Ja, okay. Wer hat eine freie Hand hier von euch? Sehe schon. Du hast den Stock, aber in der falschen Hand. Sehr gut. Dann bekommst du hier auch so einen spitzen Stock von uns. Bitteschön. Und ich hole mal den Basaltschopper. Schopper ist das noch nicht. Werden wir aber draus bauen. Doch das Richtige hier. Ja. Tja, wenn wir jetzt die ganze Bande dabei hätten. Nein, wir müssen sowieso lernen, aufrecht zu gehen. Oh, Moment. Ja, das kann man am Strand auch wunderbar lernen. Wie gesagt, übersichtlich, gerade Fläche. Man kann den Leuten hier viel beibringen. Also bis jetzt die beste Gegend, oder? Da war aber noch was, glaube ich. So. Shoppertechnisch. Ja, da ist noch was. Vielleicht sollten wir uns öfter auch an was erinnern, damit der Hippocampus auch ausgebildet wird. So, das Kurzzeitgedächtnis, damit das besser funktioniert dann.
ist unser Haufen. Oh, da ist unser Haufen. Das können wir uns aber schon merken, dass hier sowas Schönes ist. Ja, das ist ein weiter Weg, aber das hat nichts. Wir müssen ja sowieso lernen zu laufen. Können wir vielleicht noch mehr holen? Nee, da war kein Shopper mehr in der Nähe. Oh nein, die Maus. Zumindest habe ich da nichts gesehen. Schon wieder Hunger? Wo ist denn, hier ist die Schlange, oder? Okay, dann machen wir hier einen kleinen Zwischenstopp für einen Snack. Ich zeig euch das. Passt auf! Oh, was haben wir denn? Wir haben eine richtige Lebensmittelvergiftung, wir haben Halluzinationen und so. Oh, das haben wir ja noch gar nicht kennengelernt. Inspiziert haben wir das noch nicht. Dann aber schnell. Neuer Nahrungssammelpunkt entdeckt. Kadaver einer schwarzen Mamba. Jo, dann mal auseinandernehmen, das Ding. Ach, war das nicht das richtige Werkzeug dafür? Ein Stück Fleisch, naja gut. Können wir das nicht teilen? Halt, teilen. Ich dachte, man kann das verändern. Nee, das geht nicht. Einmal riechen, ob das gut ist für uns. Aha, ja dann. Schön aufessen. Moment, wem sollten wir das eigentlich geben? Das sollten wir den jungen Männern geben, oder? Damit die das schaffen, sich daran zu gewöhnen. Die geben das doch weiter an die nächste Generation. Ja, so könnten wir den ganzen Vorgang beschleunigen. Das hier bringt jetzt nicht sehr viel. Die Frauen haben ja ihre Pflicht und Schuldigkeit getan, also. Okay, ich weiß, ihr habt Hunger. Dann esst das hier, guck mal. Ihr findet überall Früchte, wisst ihr? Das müsst ihr erstmal das da in die andere Hand nehmen. Und jetzt könnt ihr euch da was nehmen. Dachte ich. Könnt ihr nicht? Ja, dann habt ihr auch ein bisschen. Oh, ich war ein bisschen gierig jetzt. Schade, dass die sich nichts vom Haufen nehmen können, echt. Das würde das Ganze noch total vereinfachen. Obwohl auf der anderen Seite vielleicht auch nicht. Dann bauen wir mühsam irgendwo unsere schönen Haufen überall auf. Oh, die sind immer noch nicht satt. Ja, die haben ja auch das Schlangenfleisch nicht gegessen. Hehehe. Ach so, was haben wir denn hier in der Hand? Ach, den... Oh, Moment. Den können wir gleich abgeben hier. Seid ihr immer noch nicht satt? Ja, also wenn wir die schönen Haufen aufgebaut haben überall und die rennen dann immer zu unseren Haufen und nehmen sich da was runter, dann wäre das vielleicht doch nicht so gut. Was haben wir in der rechten Hand? Nichts? Okay. Oh, guck mal, wie schnell das geht jetzt. Und liebe Welt da draußen, guckt ihr mal, wie schnell das jetzt geht hier mit der Verdauung. Schaffen wir schon ganz gut jetzt. Ah,
So einen Schopper könnten wir ruhig hier lassen. Das Werkzeug. Weil ich habe gehört, hier gibt's auch... Na, jetzt nicht mehr, aber vorhin habe ich irgendwo gehört, hier gibt's auch welche. Ach komm, dann lass das hier. Oh, hoppla. Gib mir das. Das doch nicht. Du sitzt auf dem Stapel. Lass das Werkzeug mal hier. Gib mir das wieder zurück. Werkzeug? Zurückgeben. Danke. Geht nicht. Das lassen wir mal hier. Nahrungssammelpunkt. Da müssen wir uns merken, wenn da steht Nahrungssammelpunkt, dass wir an der Stelle immer ein Werkzeug hinterlassen. Ja. Dann brauchen wir das nicht immer hin und her zu tragen. Ich weiß gar nicht, wir sind das so gewöhnt, dass wir alles so machen, wie, ja, wie man das gewohnt ist. Dass wir also alles in die Schubladen stecken und horten zu Hause. Hamstern. Ja. Und die waren aber nicht sesshaft. Die rennen ja eigentlich normalerweise so sesshaft, wie wir die hier haben wollen und wie wir es hier jetzt gerade machen mit unseren Clans, Stämmen. Waren die gar nicht. So ist das eine andere. Man muss anders überlegen. Ja, also wie jetzt gerade eben. Einfach das Werkzeug da an Ort und Stelle lassen. Da, wo es viele Fleischdinger gibt, da lässt man ein Werkzeug und Waffen und sowas alles. Das braucht man nicht alles immer im Lager zu haben. Im Lager nutzt es nichts. Ja, ein bisschen vielleicht zum Lernen oder so. Solche Sachen kann man da vielleicht. Aber die hat man ja schnell. Die hat man schnell zusammen. Ich dachte, ich hätte jetzt wieder hier einen Edelstein entdeckt. Ein Edelsteingeräusch. Aber nein, da war nichts. Hey, äfft ihr mich nach? Ich habe das genau gesehen. Ja, dann können wir in der nächsten Folge hier ein bisschen was bauen. Und was habt ihr noch so in der Hand? Nichts? Nichts scheinbar. Die Früchte hier sind wieder nachgewachsen, habe ich gesehen, oder? Waren das nur die äußeren Büsche? Ja dann, weit wegwerfen damit. Wollt ihr nichts essen? Okay, dann bedanke ich mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.